Hallihallo, willkommen zurück hier from Zero to Hero. Auf der Mountain Hill ist wieder unterwegs und ja, wir düngen gerade noch mal kurz unser neues Feld. Wir haben ja gestern ein Feldchen gekauft, hier die 60, genau. Und da müssen wir mal noch mal schnell ein bisschen drüber düngen, gucken, dass wir da den Ertragsbonus und so ein bisschen nach oben treiben können. Alles andere läuft weiter wie gehabt. Wir sind da voll im Action. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir das schnell hinbekommen. Und dann denke ich mal, müssen wir schon wieder bei der einen oder anderen Geschichte nachhelfen. Und wir haben drei Missionen fertig. Das ist auch gut. So, das heißt jetzt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Wir haben ein Getreidefeld. Das heißt, wir bekommen bald Stroh. Wir müssen jetzt auch einen Drescher sparen. Definitiv brauchen wir den Drescher dann. Gut, wir könnten uns einen mieten, aber na, ich will jetzt dann doch mal kaufen. Das heißt, wir brauchen irgendwas 500.000 wieder. Aber das sollten wir eigentlich relativ schnell hinbekommen, denke ich mal. Deswegen arbeiten wir auch, beziehungsweise lassen auch arbeiten, damit das alles so klappt, wie wir das planen. Das Ding ist aber, wir bräuchten dann auch langsam, aber sicher ein Silo. Da geht das Problem wieder los. Ein Silo bräuchten wir. Ja, jetzt wäre die Überlegung halt, dann doch irgendwie jetzt mal einen Hof kaufen. Ich bin ja so ein bisschen fasziniert ja wirklich von dem Lohnerhof hier. Aber der kostet halt auch 600.000. Das ist viel Geld. Aber da hätte man ein Silo, da hätte man alle möglichen Lagermöglichkeiten. Da gibt es eine schon mit Autodrive eingefahrene Position fürs Palettenlager. Da müssen wir dann nur das Palettenlager da dementsprechend hintransferieren. Aber da ich die Koordinaten weiß, könnte man das sogar machen. Ja, und das Ding ist halt auch, wir werden ja immer größer, was die Fahrzeugflotte angeht, deswegen. Ja, komm, wir sparen jetzt auf den Lohnerhof. Die anderen Höfe mit Tiere und so, die kommen später. Zur Not müssen wir halt den Drescher dann mieten, wenn das Feld hier reif ist. Aber das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Also, lass uns noch mal kurz gucken. Der ist ja auch nicht so weit weg hier von und auch von unseren Feldern. Hier einfach hier runter und schon sind wir da. Noch mal gucken. 690.000. 690.000. Müssen wir mal im Kopf behalten. Das brauchen wir. Und du fährst mir danach Feld 59 zum Düngen. Können wir ja schon mal alles einstellen. So, irgendjemand wird blockiert. Gucken wir uns an, wenn wir hier fertig sind. Erstmal müssen wir jetzt hier einmal durch mit dem ganzen Gelärch hier. Damit wir
so Stückchen für Stückchen für Stückchen vorankommen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwie die ganze Palettenware aus den Gewächshäusern und aus dem Lager zu verkaufen, hätten wir vermutlich locker das Geld für den Hof. Weil wir können ja mal gucken. Allein Tomaten sind der Hof und ein halber Drescher. 600.000 Liter Tomaten. Boah. Ich bin schon am Überlegen. Das bringt zwar weniger Geld. Jetzt lass uns mal gucken, wie ist denn das eingestellt? Wenn wir direkt verkaufen. Direktverkaufsfaktor ist 0,9. Ja, wir könnten es auf 1 machen. Ja, komm, wir machen das. Wir setzen den auf 1. Nee. Wir lassen den auf 0,9. Es wird ja uns Arbeit abgenommen. Das heißt, wir setzen die ganzen Gewächshäuser jetzt auf direkt verkaufen. Dann haben wir da weniger Arbeit und quasi ein stetiges Einkommen. Das heißt, wir müssen nur die Sachen, kurz gucken, müssen dann nur noch die Sachen, die jetzt im Lager liegen, beziehungsweise eben da draußen stehen, einmal verkaufen. Und dann wird das Zeug eben stündlich verkauft und fertig. Weil das wird einfach zu viel. Und wir haben ja gesehen, was das für eine Leggy-Party immer ist, wenn wir da Paletten durch die Gegend karren. So, jetzt gucken wir nochmal. Direkt verkaufen. Direkt. Gut. Das heißt, da können wir uns dann gleich mal drum kümmern, dass die Sachen, die da noch oben rumstehen, wegkommen. Ja, dann hält sich das in Grenzen. Wobei, wenn wir auf Direktverkaufen gehen, könnte man rein theoretisch auch sagen, wir packen da jetzt noch Dünger mit rein. Weil 50% Boost. Wäre gar nicht so verkehrt. Oder wir machen das, wenn wir eigenen Dünger herstellen. So machen wir das. So lange lassen wir es erstmal. Genau. Genau so. Eieiei. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir ein bisschen flexibler werden, was das Arbeiten angeht. Und wir sehen ja, was uns da für ein Problem es gibt mit den ganzen Paletten. Deswegen lieber so machen. So, da müssen wir mal gucken. Um 14 Uhr sollte ja dann richtig Kohle aufs Konto kommen. Mal gucken, ob wir das in diese Folge noch mit reinbekommen. Ansonsten spulen wir nachher mal ein Stückchen vor. Also bei den Schüttgütern, da lassen wir das mit dem Bahn. Ich mache es jetzt nur bei den Gewächshäusern, weil da eben wirklich so viel Zeug ist. So, irgendjemand hat die Arbeit beendet und der andere wird immer noch blockiert. Ja. So, guck mal, da ist das erledigt. So, wir können mal gucken. Wir hatten ja irgendwie
59 gehabt, jetzt haben wir 112% Ertrag. Das ist gut. So, jetzt gucken wir mal. Aha, du bist hier angekommen. 15 muss gepflügt werden. Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Die sind... Ah, okay. Ich verstehe, du bist der, der sich blockiert hat. Warum machst du sowas mit mir? Oh. So war das jetzt nicht geplant. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier liegen Ballen. Dann sammeln wir halt doch wieder selbst ein. Ups. Uiuiui. So. Ist wieder sehr viel Heu, das hier übrig bleibt. Ich weiß gar nicht, ob wir das alles in die... in die Pelletproduktion reinbekommen. Bing bong. Ja, wir gucken gleich nach, was noch los ist. Immer eins nach dem anderen. Hexen können wir noch nicht. So, das heißt, wir haben noch 25 Minuten. Das heißt, wir bekommen den Stundenwechsel noch rein hier in die Folge. So, das wird jetzt vermutlich hier nicht mehr passen, ne? Ja, ich weiß. So, einmal neu aufsortieren. Und Abfahrt. So, Wasser läuft. Der ist auf der 93, 66,9%. Ja. Hier muss entladen werden. Der ist unterwegs. Kompost läuft. Ah, du bist fertig. Das finde ich sehr gut. Da fährst du einfach mal zum Shop zurück, weil ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Zetter war unserer. Der Traktor aber von der Mission, glaube ich. So, hier, nächster Kollege ist angekommen. So. Erster Wegpunkt. Tipp, tipp, tipp. Passt alles. Und Feuer frei. Gut, dass du schon da bist. Dann kannst du nämlich hier auch loslegen. Das zu. Erster Wegpunkt. 20 Meter. Wir machen da wieder. Ja, 19,5. Zwei Vorgewendebahnen. Weich. Passt alles. So, wir haben hier unten irgendwo den ersten Wegpunkt. Dann würde ich sagen, fahren wir doch da mal hin. Bis wir da unten sind, wird der auch aufgeklappt sein. Und bin ich hier richtig? Ja. Irgendwo ganz da unten müssen wir hin. So, in 3 Minuten ist der Stundenwechsel, dann kommt Geld rein. So.
würde ich sagen, Feuer frei. So, komm, dann fährst du mir jetzt zur Gärtnerei hoch. Dann holen wir da nämlich die Paletten, die da rumstehen. So, so. Ah, die zwei machen gute Arbeit. Du bist in 4 Minuten da. So, jetzt gucken wir mal hier in die Pelletproduktion. Ups, Pelletproduktion. Heu, ja gut, das passen 3 Millionen rein. Das geht. Jetzt gucken wir mal kurz. Stroh machen wir 75. Heu machen wir weniger, aber mit mehr Cycles. Okay, gut. Wird schon irgendwie passen. So, der braucht bald Nachschub an Saatgut. Das haben wir aber dastehen. Das passt. Genau, hier. So, wir könnten... Ne, wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Komm. Wir machen jetzt mal was anderes. Ich mach mal ein bisschen Geschwindigkeit nach vorne. Damit wir den Stundenwechsel jetzt mitbekommen. So, das wird jetzt einmalig viel Geld geben. Wir sind bei 166.000. Okay, 550.000. Ja, das war alles das, was in den Gewächshäusern drin war. Plus können wir jetzt noch das Ganze, was im Lager ist, im Grunde auch mal raushauen. Und da sind ja auch immer noch, guck mal, 800 und nochmal 800. Also 1,6, 1,65 Millionen allein Salat, Tomaten und Erdbeeren. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. So. Und damit haben wir quasi schon so gut wie den neuen Hof. Das heißt, wir könnten rein theoretisch morgen vielleicht den Lohnerhof kaufen. Da würde ich sagen, wir haben jetzt noch 2 Minuten. Wir springen da noch mal kurz hin und gucken uns den noch mal an. Einfach irgendwo hier. Halt. Der ist hier drüben. Das heißt, wir haben hier ein Flüssiglager. Wir haben Flüssigdünger. Ich weiß nicht, ob das ein Lager ist. Ich vermute mal. Wir haben Hallen. Silo. Das ist ja ganz wichtig. Dann auch ganz gut. Hackschnitzel, Heupellets, Holzpellets, Strohpellets. Da können wir unsere Pellets eigentlich schon mal zwischenlagern. Kartoffel, Zuckerrübenlager. Tierfutterlager. Gras, Stroh, Heu, Häckselgut. Da müssen wir mal gucken, ob hier auch Ballen reingehen. Hallen, Hallen, Hallen. Dann ist das hier vermutlich ein Mistlager für Kompost und Mist. Genau. Dann wird das hier Gülle sein. Noch mehr Unterstände, Unterstände, Unterstände. Durchfahrtdinger und so weiter und so fort. Also das ist hier richtig gut. Eine Werkstatt hätten wir. Und wir hätten, was halt auch ganz interessant ist, wenn wir unsere eigene Wiese haben. Komme ich hier rüber? Ja. Hier gäbe es nebenan quasi eine Silieranlage, die nur 190.000 kostet. Plus, hier unten sind wir. Ja, plus das Gelände. Das kostet 8.000. Das ist, also ich denke, das sitzen wir ganz gut und das werden wir definitiv machen, sobald das Geld da ist.
Also, dann würde ich sagen, ihr Lieben, das war's für heute. Morgen dann geht's weiter hier. Schaut gerne wieder rein. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Thank you.